Herzlich willkommen, Freunde des Gothic-Spiels, beziehungsweise Gothic 2 oder auch Legend of Azun. Ja, ich wollte eine Ankündigung machen bezüglich der Modifikation Legend of Azun. Ich weiß nicht, ob ihr die ersten drei Teile, die ich so teilvertont habe, gesehen habt. Für die sie gesehen haben, möchte ich mich noch hier an dieser Stelle bedanken und auch für die Kommentare und die Likes, falls ihr welche gegeben habt. Und die es nicht gesehen haben, gut, okay, die können noch mal darauf zugreifen. Das ist wie immer noch online. Nun gut, wie schon gesagt, eine Ankündigung. Ich werde die Demo, die ja sehr alt ist, nicht mehr in dieser Art weiterführen, dass ich sie teilvertone, da es doch sehr anstrengend ist und zeitaufwendig ist und ich mir sozusagen immer meine Notizen machen muss und wer jetzt welche Stimme gehabt hat und auch Audiodateien generieren, so von wegen, aha, wie habe ich mich jetzt angehört, als ich dann den Gometh, ne, gesprochen habe oder den Wieland, wie hieß der Wieland, Wieland, richtig, also die Geschichten, das ist zeitaufwendig und ist auch im Nutzen her für mich und für andere, gut, okay, ich habe einen Kommentar gelesen, da hieß es von wegen, oh, versetzt einen in die schöne alte Zeit, als noch viele Fehler da waren. Und vielmehr freue ich mich natürlich auf die eventuelle Erscheinung von Legend of Azun Ende des Jahres, beziehungsweise in diesem Jahr. Und dann wird die auf jeden Fall gespielt. Und auch werde ich mal auch mal meine Let's Plays dazu machen. Und schauen wir mal. Und wie schon gesagt, ich drücke die Daumen an die Macher von Legend of Azun und Motivation. Und so soll es auch sein. Ja, und an dieser Stelle auch an alle anderen ein herzliches Dankeschön, die geguckt haben, die gucken werden und auch die Community unterstützen. Also in diesem Sinne drücke ich euch die Daumen.